Ich muss mal noch zwei Worte erläutern, die ich immer mal benutze. Das eine ist mentale Kapazität und das andere ist ja Dezentralisierung. Und für mich sind die Sachen miteinander, hängen die zusammen, und kognitive Dissonanz. Also ihr stellt euch vor, ihr zeigt eurer Schwiegermutter ein Bild von sterbenden Kindern in Jemen und sie sagt, tu das weg, ich will das nicht sehen. Dann ist das im Prinzip die Tatsache, dass sie erkannt hat, dass sie sich damit nicht konfrontieren will. Sie will es einfach nicht sehen. Und so ähnlich ist das auch mit Leuten, die irgendwie in der Vergangenheit verhaftet sind und irgendwie denken, dass in ihrer Kindheit alles super heidi-teidi war, obwohl natürlich auch in der Vergangenheit alles schon scheiße war und was weiß ich, es gab schon grüne Bewegungen, die über den Klimawandel geredet haben vor 30, 40 Jahren. Und auch da waren alle Probleme schon da und sichtbar. Trotzdem wurden einfach nur die Augen geschlossen vor offensichtlichen Problemen. Und das ist kognitive Dissonanz. Wenn man also mit etwas konfrontiert wird, was man nicht wahrhaben will und es deswegen einfach ausblendet. Oder sich eine Geschichte erfindet, in der alles sinnvoll klingt und in der das gar nicht so schlimm ist, mit was auch immer man da konfrontiert wird. So, und ich sage, das Wort, was man hierzu braucht, um das ordentlich zu beschreiben, ist mentale Kapazität. Ich bin mir sicher, dass es psychologische Paper gibt und was weiß ich, wissenschaftliche Abhandlungen darüber und ein anderes Wort wahrscheinlich schon längst erfunden wurde. Aber ich kenne es halt nicht, deswegen brauche ich ein eigenes Wort. Und ja, für mich ist das so, wenn man genug mentale Kapazität hat, um sich mit etwas zu befassen, bevor die kognitive Dissonanz einkickt, dann hat man genug mentale Kapazität. So rum würde ich das definieren. Und man kann das beobachten. Immer wenn es den Leuten richtig gut geht, dann entfalten sie sich so insofern, dass sie auch anfangen, sich mit negativen Aspekten des Lebens aktiv auseinanderzusetzen und zum Beispiel Kunst darüber zu betreiben, also Filme oder Gedichte zu schreiben oder ja, versuchen, Probleme anzugehen, die sie nicht persönlich angehen, aber sie aufgrund ihrer Empathie oder was auch immer, weil sie sich angesprochen fühlen, sie glauben, sie müssten was an dem Problem ändern und fangen an zu arbeiten. Sie nehmen Verantwortung auf oder denken, sie sind verantwortlich, weil sie was tun könnten und tun es dann. Und das ist nur möglich, wenn man genug mentale Kapazität dafür hat. Und ganz einfaches Beispiel wäre Leute, die in einer Sorgen-Hotline arbeiten. Die müssen eine extrem hohe mentale Kapazität haben, um die ganzen Horror-Stories zu verkraften. Das menschliche Elend, mit dem sie konfrontiert werden. Und anderes Ding wäre, dass zum Beispiel so Sachen wie Brutal Death Metal oder andere Musik, die extrem aggressiv ist, typischerweise da entsteht, wo die Rich Kids sind, denen es eh gut geht. Ne? Oder wo Aggressionen irgendwie kanalisiert werden müssen. Also es gibt auch Death Metal Bands aus Afrika und das gibt's auch alles, aber natürlich nicht so häufig. Und es heißt nicht umsonst Floridian Death Metal und Norwegian Black Metal. Die sind da entstanden in einer Zeit und in einer Region, wo es Leuten einfach gut ging. Im Wesentlichen, wo sie sozusagen keine existenziellen Ängste haben. Und die mentale Kapazität hat natürlich enorm was damit zu tun, wie es dir selber geht. Es gibt ja mittlerweile Studien über sozusagen Zufriedenheit und mentaler Zustand. Und da kommt im Wesentlichen raus, man braucht natürlich nicht unendlich viel Geld. Man braucht genauso viel Geld, dass alle existenziellen Needs befriedigt werden können und man sich keine Sorgen mehr um morgen machen muss, sondern anfangen kann, das Geld, was man über hat, für Dinge auszugeben, die einem Spaß machen. Aber ab einem gewissen Reichtum schlägt das wieder um und man wird wieder unzufrieden, weil man irgendwie Angst hat, dass man was verliert und man ist in so einem Hamsterwheel drin, dass man immer mehr kriegen muss und diesen ganzen Krempel. Das ist sozusagen alles mittlerweile studiert und das ist bekannt. Das heißt, es wäre einfach mal gesund aufzuhören, wenn man reich ist. Aber das ist das, was die Leute nicht können, weil es schon viel zu spät ist, ne? Und so geht's mir. Also ich habe genug Geld, um alles hier, ich kann mir Bier kaufen, wenn ich will und ich habe einen Rechner und solange wie der funktioniert, bin ich damit zufrieden. So war aber mein ganzes Leben lang schon. In dem Moment, wo ich mir meinen ersten Rechner gekauft habe von meinem ersten Zivilgeld, ging mein Leben erst richtig los. In dem Moment, wo ich frei war, Dinge selber zu entscheiden und genug Geld hatte, um mir diese eine Sache zu kaufen, die ich unbedingt wollte und alles andere hat mich nicht interessiert. In dem Moment habe ich das gefühlt. Ich war auf einmal ausgeglichen. Ich hatte die mentale Kapazität, zum Beispiel mich mit anderen Dingen zu befassen oder über Physik nachzudenken. Und
Ja, man kann also sozusagen das umkehren und sagen, ja, erst wenn man genug mentale Kapazität hat, hat man auch die Fähigkeit dazu, Verantwortung für andere Dinge zu übernehmen und selbstständig zu arbeiten und versuchen, die Welt irgendwie zu verändern. Den eigenen Willen so umzuleiten, dass er was noch anderes macht, außer im eigenen Leben rumfuschen. Und man kann nicht erwarten, dass eine Gesellschaft, die drauf und dran ist, vollständig sich zu entsolidarisieren, weil man zum Beispiel Solidaritäts Infrastruktur klaut und kaputt spielt durch Kapitalismus. Da kann man nicht erwarten, dass Leute hinterher da rauskommen und ja, solidarisch sind mit anderen. Es wird immer nach unten getreten. Die Leute von unten, die sehen, dass es da oben den Leuten besser geht. Sie können vielleicht nicht fassen, warum und warum das System. Aber es ist halt einfach, es fühlt sich für die ungerecht an. Und im Wesentlichen ist es ja auch ungerecht. Wir haben immer noch so eine Art, ja, Feudalismus will ich nicht sagen, aber im Wesentlichen wird Reichtum vererbt. Privileg im Wesentlichen wird vererbt und Privileg ist auch gleichzusetzen mit Menschenrechten, das habe ich ja schon gesagt. Menschenrechte existieren so nicht. Nicht jeder Mensch ist gleich vor dem Gesetz und schon gar nicht auf der echten, in der realen Welt aus, wo man das beobachten kann. Kinder sterben halt einfach im Mittelmeer, das ist Fakt. Und da braucht man sich auch keine Sorgen machen, dass das irgendwie sich nochmal ändert. Nee, das glaube ich nicht. Ich denke, wir haben einen Kurs eingeschlagen, der kollabieren muss. Und wahrscheinlich mündet es dann im Faschismus, ne? Und das ist ja das, was immer passiert. Man müsste sozusagen in die andere Richtung gehen und aus unserem System irgendwie was machen, wo man Leuten genug mentale Kapazität besorgt, damit sie dann selbstständig was machen können. Und so habe ich damals auch verstanden, dass das eigentlich der Auftrag eines Staates ist. Ein Staat soll seine Bürger mündig machen und ihnen genug mentale Kapazität rüberreichen, damit sie dann anschließend selbstständig was machen können und nicht immer darauf warten, dass irgendeine Behörde ihnen sagt, jetzt mach mal das, du hast jetzt die Erlaubnis, dies zu tun. Das ist im Wesentlichen diese schöne Idee von Freiheit, die die ganzen Libertären und der Gunnar Kaiser bestimmt auch hochhalten wollen. Die wollen nur nicht einsehen, dass das mit ihrer eigenen Ideologie absolut im Widerspruch steht, weil Privateigentum immer zu Hierarchien führt und immer zu so einer Art Verwaltungsapparat und Entfremdung führen muss, der dann am Ende dafür sorgt, dass man genau wieder da ist, wo man angefangen hat. Ich würde behaupten, also rein systemisch jetzt, unsere Situation ist ja offensichtlich. Wir waren irgendwann mal Höhlenmenschen. Es gab keine Verfassung, es gab diesen ganzen Schwachsinn nicht. Das ist entstanden. Und zwar aus Power-Hierarchies. Also dadurch, dass jemand mal Gewalt über andere hatte, zum Beispiel ein Clan-Chef. Irgendwann gab es dann halt Fürstentümer und Könige und was weiß ich nicht alles. Es ging jedenfalls immer nur, dass die Macht, die da war, zentral irgendwo rumlag, weitergereicht wurde an eine andere Hierarchiestruktur. Was nie passiert ist sozusagen, dass es mal dezentralisiert wurde. Um sozusagen Leuten auch mal die mentalen Kapazitäten freizuräumen. Weil wenn du heutzutage 8 Stunden arbeitest, natürlich kommst du nach Hause, bist völlig im Arsch, dann guckst du nur noch Schlager und schläfst ein und am nächsten Tag geht dein Scheißleben weiter. Alles ist toxisch für Leute, die einmal in dieser Verwertungslogik drinstecken, die sich nicht um ihre Befindlichkeiten kümmert. Natürlich nicht. Du musst funktionieren, wenn du es nützt niemandem was, dass den Krankenschwestern geklatscht wird. Die sind einfach völlig überarbeitet. Die Paketboten sind völlig im Arsch. Klar, jetzt wird es noch besser wegen Corona und Weihnachten zusammen. Die werden alle ausgebeutet. Das ist ein offensichtliches Ding. Und Leute, die da unten sind in dieser Pyramide, die haben es besonders schwer. Das erfordert eine Menge Charakterstärke, nicht völlig auszurasten. Und man braucht auch nicht noch weiter gucken. Man könnte noch weiter gucken, ne? Man kann sich die ganzen Kriegsopfer angucken, die ganzen traumatisierten Menschen. Wir traumatisieren mehrere Generationen auf verschiedene Art und Weise. Wir traumatisieren unsere eigenen Kinder mit irgendwelchen Smartphones. Wir traumatisieren sozusagen unsere Erwachsenen mit unserer toxischen Gesellschaft, die überhaupt keine Solidarität mehr hat. Dann traumatisieren wir einen Haufen Kriegsmenschen, die einfach nur völlig im Arsch sind. Wie soll das auch anders gehen? Das kann eine Psyche gar nicht verkraften. Stellt euch mal vor, hier explodiert eine Bombe. Dann ist euer Haus weg, dann habt ihr keine Existenz mehr, vielleicht stirbt eure Frau und euer Kind. Was macht dann? Was soll denn das? Nur weil irgendwo eine Drohne abgeschmissen wurde, weil hier unten im Kiosk einer sitzt, der eine rote Mütze auf hat. Im Wesentlichen so ist es. Collateral Damage Scheiße, ja. Was soll das? Wir leben in einer Welt, die absolut dystopisch schon agiert. Wir machen uns halt was vor. Insbesondere weil wir kognitive Dissonanz haben und so wenig Leute die mentale Kapazität haben, erstmal das zu beobachten und klar festzustellen, dass es so ist. Weil das ist notwendig, um was zu verändern. Das ist ja das Problem. Und deswegen sehe ich, dass das auch ein Feedback-Loop ist, der in diese Richtung geht. Der ist schwer aufzuhalten.
Das wäre nur möglich, wenn man eine Mehrheit von Leuten hat, die die mentale Kapazität haben, überhaupt erstmal anzuerkennen, was die Probleme sind, um dann darüber nachzudenken, was man besser machen kann. Deswegen sage ich immer, Bildung ist das Allerwichtigste. Und Bildung ist der Feedback-Loop, mit dem alles anfängt und mit dem alles aufhört. Und es ist super schade, weil wir gerade hier in Deutschland theoretisch die Infrastruktur dafür da haben, um sowas zu gewährleisten. Es wird natürlich nicht gemacht, weil Bürokratien und Kapitalismus auch da voll reingrätschen und maximal versuchen, alles zu sabotieren. Aber ja, das ist das, was ich beobachten kann. Und man braucht sozusagen vorher nicht mit Anarchismus anfangen, weil Anarchismus bedeutet ja Selbstverwaltung ohne Herrschaft. Und wie soll das gehen, wenn Leute nicht begreifen, was zu tun ist? Was man beobachten kann, ist, wenn Leute genau wissen, was zu tun ist und sie verstehen, warum sie es tun und sie sehen den Sinn dahinter, dann machen sie es auch ohne Gesetze und ohne Polizei und ohne Überprüfung. Kontrolle ist doch nur ein Resultat aus Vertrauensverlust und der entsteht nur aus Entfremdung. Leute tun Dinge und versuchen, das System auszutricksen, weil sie eh nicht einsehen, bestimmte Regeln einzuhalten, weil sie den Sinn nicht dahinter verstehen und sie sehen die riesengroße Ungerechtigkeit in unserer Welt. Auf die ein oder andere Weise sieht jeder von uns diese Widersprüche und diese offensichtlichen Makel in unserem System. Und das Einzige, was die Leute machen können, wenn sie sozusagen das beobachten und schlecht dran sind, ja, sie müssen versuchen, so viel wie möglich aus dem System für sich rauszuholen und den Scheiß zu abusen ohne Ende. Und ja, deswegen brauchen wir so viel Kontrolle. Und das ist dasselbe wie mit den Geheimdiensten, das habe ich ja schon mal gesagt. Wenn man einmal mit Kontrolle anfängt, kann man es nur mit mehr Kontrolle noch lösen. Ne? Immer noch mehr Kontrolle. Und in meinem Video über den dritten, was sind das, die, wie habe ich es genannt? Der dritte parlamentarische Gesetzesverfassungszusatz oder keine Ahnung, da rede ich ja auch genau darüber. Man kann das nicht erwarten, ne? Dass Menschen auf einmal solidarisch sind. Und man kann nicht erwarten, dass in einer westlichen Gesellschaft das mit dem Corona klar geht. Ich sehe sowieso sozusagen das systemische Ding ist getrennt sozusagen in zwei Hälften. Es gibt sozusagen die Skala, es gibt eigentlich nur eine wichtige Skala für mich. Faschismus ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist Anarchismus und alles andere spielt keine Rolle. Ob wir jetzt sozusagen die Herrschaftsform mit den Hierarchien, in denen wir leben, Sozialismus nennen und da gibt es nur eine Partei und alles ist ganz furchtbar und ein riesengroßer Diktatorscheiß, oder ob wir das Kapitalismus nennen und alles wird uns von oben vom großen Kapitalisten diktiert und der hat auch gleichzeitig den Staat in der Hand, was im Wesentlichen nur ein Verwaltungsapparat für seine Eigentumsrechte ist. Ihr müsst euch klar machen, der Staat ist im Wesentlichen dazu da, das Problem mit den Eigentumsrechten zu klären. Und juristische Dinge zu definieren, damit Handel möglich ist. Das ist der Grund. Es geht nicht darum, irgendwie Solidarität. Und ich meine, das war ja auch schon klar, weil unter Bismarck wurden ja diese sozialen Reformen ja auch nur durchgeführt, weil er gesehen hat, das System kollabiert. Wir müssen mal was machen. Wir müssen irgendwie den Leuten ein bisschen was abgeben vom Kuchen. Sonst funktioniert das nicht. Ja, es ist nicht andersrum. Also der Staat kommt nicht an und sagt, ich will jetzt hier mal was Gutes für die Menschen. Nein, nein. Der Staat ist ein Verwaltungsapparat, der ausschließlich daraus entstanden ist, weil es Big Player gab, die sozusagen die Verwaltung outsourcen wollten. So würde ich sagen, systemisch gesehen. Und global auf der Ebene sind wir ja auch schon, weil es halt auch schon Freihandelsabkommen gibt und es gibt private Schiedsgerichte und es gibt all das schon. Ja? Da braucht man sich keine Illusion machen. Der Einzelne spielt keine Rolle für das System. Und Solidarität existiert nur dann, wenn man sie sich leisten kann. Und deswegen ist mentale Kapazität so wichtig, weil ohne die kann man es nicht verändern. Ich sage ja immer, wenn man Dinge nicht versteht, kann man sie auch nicht ändern. Zumindest nicht so, wie man es möchte. Das Allerwichtigste und der erste Schritt muss immer sein, eine Bestandsaufnahme zu machen und zu verstehen, was überhaupt das Problem ist. Erst wenn man das System versteht und durchblickt, kann man was daran ändern. Und ich habe den Eindruck, das ist das, was offensichtlich das Problem ist. Und das siehst du zum Beispiel auch bei den Grünen, bei dem Habeck-Wichser. Der hat bestimmt gute Ideen, aber er will es nicht einsehen, dass Kapitalismus das Problem ist. Er widerspricht sich selbst teilweise mit seinen bekackten Luftschlössern, die er sich da aufbaut. Und wenn der Typ Kanzler wird, was möglich ist, weil natürlich gerade alle voll auf den Trend mitschwingen, die Grünen sind halt, ja, diese Grünen sind für mich so wie die SPD. Die sind einfach nutzlos. Die haben es verrissen. Sie haben sich schon lange, vor langer Zeit schon verkauft an den Kapitalismus. Sie sind Teil des Problems. Aber ich merke, ich schweife ab. Ich wollte eigentlich nur klar machen, was ich mit mentaler Kapazität meine.
Und ja. Reingehauen. In der Videobeschreibung nach, da werde ich meine ganzen Referenzen anbringen und insbesondere Verweise auf meinen englischen Kanal.